Hi Rino! Julio, Erzähl! ja, wollte mich noch bedanken für das Gespräch mit Melinda. 50 Minuten, kompakt, ist alles drin. Sensationell. Ich habe das dreimal reingezogen übers Wochenende. Ganz ein toller Vortrag, muss ich also sagen. Vor allem auch, das wird mir jetzt immer bewusster oder immer klarer und es erschaudert mich fast. Von der Größe oder einfach wenn man jetzt wirklich der bewusste Geist ist und sein eigenes Programm, das ja weiterhin läuft, das lassen wir laufen, aber wenn man einfach seine Einseitigkeiten darin erkennt und dann einfach im entsprechenden Fall, wenn der Reizauslöser halt jetzt zum Beispiel negativ mit meinem Retro-Programm reagiert, dass ich dann ein anderes Programm reinschiebe. Und so arbeitest du mit unterschiedlichen Programmen, Genauso ist es. ohne das eigene. Es ist, und jetzt gehen wir ganz kurz einen Sprung in den Dialog der Liebe, wo ich sage, du hast bis jetzt dein Leben nur durch die Augen vom Redo gesehen. Jetzt kommt die Phase, wo du durch die Augen vom Redo schaust und durch die Augen Gottes, Durch alle. des Christus, Ja. durch meine Augen. Und es läuft jetzt eine Zeit lang parallel. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und dann löst sich die Sichtweise des Redos vollkommen auf und du siehst alles bloß durch meine Augen. Und da habe ich noch so. Steht schon im Dialog der Liebe. Ja. Jetzt hast du es verstanden. Ja, jetzt hat sich das so. Und das gibt so ein schönes Gefühl. Und schön war auch, ich bin auf dem Balkon gestanden und habe in den imaginären Himmel geschaut, natürlich, dann wunderbarer Sternenhimmel, und dann ist mir so bewusst geworden, das sind eigentlich wie die Lichter im Tetraederspiegel, die einzelnen Sterne. Und Ich sage. das eine Licht bin ich, und es sind alle gleichzeitig, und das Flackern steht genau, wenn ich die Blickwinkel verändere, oder? Es ist das. Und wenn du jetzt als Licht wieder ein Stern bist, Ja. dann ist es, hast du wieder deine eigene Welt um dich rum. Genau. Aber du als Stern bist wieder bloß eine Facette von dem ersten, von dem allerersten Licht. Das ist die Reduzierung. Darum sagt man ja immer wieder zuerst einmal, es gibt keine Finsternis, es gibt bloß Licht und reduziertes Licht. Und reduziertes Licht ist Schatten. Jetzt denk unsere Lampe im Projektor und reduziertes Licht sind dann die Unterschiede, die Schatten auf der Leinwand. Genau, ja. Die sind aber nur reduziertes Licht. Und dann geht man einen Schritt weiter, dass man sagt, es gibt nur Liebe, es gibt definitiv keine Hass, ich nenne es einmal Hass. Es gibt bloß Liebe und die Reduktion von Liebe und dann wird die rote Liebe blau. Genau, ja. Das ist reduzierte Liebe, Ja, ganz weil genau. sie selektiv wird. Ja, genau. Das ist dieselbe Metapher in der Sprache. Ganz genau. Ja, es ist so, es ist hammermäßig, hammermäßig. Macht echt Du Spaß. merkst, es reduziert sich jetzt immer mehr auf ganz wenige Sätze runter, wenn die verstanden sind, ist alles drin. Das ist das Ja. Ja, ganz genau. Ja. Da hast du eine Annäherung mit dem Intellekt und du merkst jetzt auch, wie oft man das wiederholen muss. Ja, Da absolut. war immer neu, was jetzt für dich jetzt beim Einspielen war, das Gespräch mit der Melinda, weil ich mit dir ja andere Sachen rede, Detailwissen rede und da habe ich jetzt das nochmal auf den Punkt gebracht. Die Melinda interessiert sich, ist aber jetzt nicht so Detailwissen Genau. bewandt wie du und darum habe ich jetzt das nochmal ganz auf das Wesentliche reduziert, wobei ich ja das zigfach schon gesagt habe, aber jetzt geht's langsam auf. Ja. Und wir haben gerade mit Idonis gesagt, das ist immer wieder so eine Sache mit Verlust, weil man war mit der Liebe, mit dieser kalten Liebe. Und ich sage immer wieder, zuerst einmal, es gibt keinen Neid, weil was ist es für ein Meer, was du siehst, sind immer nur die Wellenberge, also die Unterschiede genau genommen, wo du aufwirfst. Und jetzt taucht eine Welle in dir auf. Wir sagen, du denkst jetzt an Reichen, an Schönen, was auch immer, und du würdest gern mit dem tauschen. Ich sage, was ist das für ein Meer, das ein Berg auf dem Wellenberg aufwirft und möchte dieser Wellenberg sein. Das ist ein unbewusstes Meer, das ist vergessen. Aber was jetzt noch schlimmer ist, dass ein Wellenberg in dir auftaucht und in dem Moment, wo der Wellenberg wieder zusammenfällt, hast du den Eindruck, dass du was verloren hast. Das ist, wenn einer stirbt. Wenn Ja. ein Wellenberg stirbt, hast du den verloren. Ja, genau. Und das Das ist ist ein Krampf. Du merkst, der Materialismus ist so trügerisch, dieses Interpretationssystem. der Einzige, der nicht kommt und nicht geht, ist ja der beobachtende Geist. Der kommt nicht und der geht nicht, der Ich schaut drück's nicht. anders aus, Redo. Alles, was in Erscheinung tritt, Ja. ist immer ein zeitliches Phänomen. Ja. Das heißt, was in Erscheinung tritt, wird auch wieder vergehen. Das Einzige, was unsterblich ist, was ewig ist, kann definitiv nicht in Erscheinung treten, weil wenn es in Erscheinung tritt, muss es sich zwangsläufig auch wieder auflösen. Genau, ganz genau. Unsterblich kann nur das sein, was nicht erscheinen kann. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört.
Und da haben wir genügend drüber gesprochen. Das ist de facto nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Richtig, ja. Ganz genau. Es ist auch nicht der Redo, den du dir ausdenkst. Das ist der Geist, der sich seine Informationen anschaut, der immer ist. Genau. Der mir jetzt zuhört. Du bist es. Nicht irgendein Gedanke von dir. Und du warst es schon immer, du hast es bloß vergessen. Und darum bin ich jetzt in deinem Traum in Erscheinung getreten, um dir zu sagen, dass du nicht der Redo in deinem Traum bist, sondern der Geist. Du bist praktisch ich. Genau. Und in dem Melinda-Gespräch sage ich, wenn ich von ich rede, meine ich nicht den Udo, den du dir ausdenkst. Und wenn ich du sage, meine ich nicht den Redo, den du dir ausdenkst, sondern dieses Ich ist du. Ich bin du und du bist ich. Genau. Jetzt macht es einen Sinn. Genial. Zumindest für einen Geist, der das versteht, der immer mehr ahnt, was er selber ist. Genau. Ja. Cool. Da müssen wir noch gar kein Wetter aufhören und gar nichts machen. Darum geht es. Ja, ganz genau. Wenn man den Punkt erreicht hat, dann wirst du dich immer mehr dafür interessieren, wie du die Divisionen in dir erzeugst. Ja. Nicht einmal verändern wollen. Ja, genau. Es verändert sich eh von selber. Ja. Das ist halt, dass es Loslassen wichtig ist, Redo. Es geht einzig um das Loslassen können. Geist, Neo-Apokalypse, Selbstgespräch heißt es, geistiges Wachstum erfordert ständige Gestaltveränderung, was dich natürlich führt. Ich kriege öfter die Frage, wie schaffe ich das, dass Geist wächst? Also im Moment, 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 Geist ist nichts. Und nichts wächst nicht, es bleibt nichts. Mhm. Aber das Nichts hat die Eigenart, dass es in sich selber eine Füllheit erzeugt. Wenn du das als Wachstum betrachtest, hat es aber nichts, es bleibt, das Nichts bleibt nichts. Ja. Das Meer ist im Meer nur ein einziges Meer. Mhm. Es kann aber extrem vielgestaltig durch Selbstdivision Öffnungen Gottes an seiner Visionen erschaffen. Mhm. Drum ist ja auch das lateinische Wort vis, die Vision ist ja das Schauen, aber vis ist ganz, wenn du mal im Lateinwörterbuch nachschaust, ist jetzt erst einmal interessanterweise auf deiner Seite das Männliche, die männliche Energie des Wiss, wo dann die SR-Endung des Wirr zu dem Weiblichen wird. Ja. Können wir uns mal genauer anschauen. Und das ist also, dass der Geist selber gar nicht wachsen kann, der verändert sich ja nicht. Ja. Das wäre Widerspruch in sich selber. Ja. Aber es kann sehr durch Verändern des Ruach, den können wir auch wieder rot und blau machen, kann er seine Oberfläche verändern. Ja. Jetzt sind wir wieder, du kannst die Oberfläche auf dem Bildschirm deines Computers und am Computer extrem verändern, aber dann musst du die Programme verändern. Das heißt eigentlich eine Divisionsformel. Weil ein Programm ist ja nur eine Teilungsformel. Ja. Und alles, was du teilst, teilst du dir selbst mit. Ja. Das sind immer wieder neue, eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten, was du zur Anschauung bringen kannst. Ja, ganz genau. Aber du musst erst dieses materialistische Denken überwunden haben. Ja. Dann ist eigentlich die Programmebene jetzt auf dem kabbalistischen Lebensbaum, es ist eigentlich die mentale Ebene, da, der Zwischenbereich, das Zwitterwesen zwischen reinem Geist und Materie, oder? Moment, es ist jetzt abgerissen, die letzten Worte ist die Aufnahme. Die Programmebene auf den Lebensbaum übertragen ist eigentlich die mentale Ebene, ist das Zwitterwesen zwischen Geist und Materie, weder reiner Geist, das Regelsystem halt. Ja, wobei man immer bei dem kabbalistischen Lebensbaum als eins von vielen definitorischen Systemen sieht es so aus, dass man hier in der klassischen Kabbala nochmal jeden einzelnen Sephira ist ja nochmal ein ganzer Sephirot-Baum drin. Ja, ja. Das spiegelt sich ja. Drum hast du es ja dann immer zum Beispiel Differe von Malkut. Ja, ja, genau. Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Das ist, weil das spiegelt sich ja nochmal rein. Ja, genau. Das ist eine Sache, wie intensiv du dich damit beschäftigst. Was aber interessanter ist, was ich dir schon mal gesagt habe, dass du dir die Freiheit nehmen solltest, nicht nur nachzuplappern, weil sonst bleibst du in diesem Nachgeplapper, sondern dass hier die Reihenfolge eigentlich schon verkehrt gesetzt ist in der klassischen Lehre. Ja. Was ich dir jetzt sage. Ja. Also wir fangen ja an, Kede ist 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und drüber sind dann dieses Ein, Sub-Ein-Sub-Ohr, was jetzt hier wichtig ist, dass der Keder als Ausgangsbasis ist das da mal Null. Okay. Und guck mal, die Weisheit ist Eins. Ja. Und dann wirst du merken, und Binner, das Wissen, eigentlich der Intellekt, Binner ist Zwei. Ja. Jetzt machen wir hier das klassische Vier, das Chesed, was ja auch die Gnade ist, wird jetzt zur Drei. Und das Gebura, da steckt das Wort so immer, da klingt die Geburt schon irgendwie mit, wird jetzt zu vier, das ist die Öffnung. Und jetzt die Quintessenz ist jetzt hier Burchrit Udo. Ja.
um das Lateinisch auszudrücken, differere, ist die Quintessenz. Ja. Und das, was sich jetzt öffnet oder verbindet, ist die sieben, die Selektion oder das siebte Doch. Ja, genau. Ja. Das ist jetzt sechs. Ja. Und sieben wird das Chat. Sieben, ja. Jede Selektion ist ein neues Chat. Ja. Okay, ja. Das ist die sieben und jetzt wird jetzt das Yesod, die Grundlage ist jetzt die acht. Ja. Haben wir ja in irgendeinem Ding, habe ich dir das geschickt. Ja. Und das Malkut ist jetzt die 9 in Verbindung aus deiner Grundlage, aus deinem Chesed, machst du deine Spiegelungen, die 9. Ja. Und die kann man jetzt zurückverbinden zur 0, 10. Ja. Weil 10 ist eigentlich 0, der kleine Gott ist nichts. Ja. Was ja Keter ist ja wie eine Reihe. Genau. Und dann schließt sich das. Das ist jetzt wesentlich geistreicher in dieser Reihenfolge erklärt. Aber da muss man selber denken. Darum soll ich immer wieder nicht nachplappern. Wenn du, solange du nur nachplapperst, schau, was in dir auftaucht und mach dir eigene Gedanken. Das ist ja die Aussage, Redo, wo ich sage, egal wo wir jetzt in deiner Traumwelt, egal wo wir hingehen, wir können in die Wissenschaft gehen oder in die Theologie oder in die Esoterik, egal wen du mir zeigst, wenn die Mund aufmachen, sage ich dir genau, welche Bücher die gelesen haben. Es sind Rezitiermaschinen. Ja, absolut. Wir haben hier zum Beispiel bei dem letzten Update, Finger Gottes, hast du dir intensiv den Film angeschaut, wo der Kleverbutton mit erwähnt wird. Der Vortrag von der Menschmaschine. Ja, von ihr. Ja. Das ist ja so, wenn du den Geistreich anschaust, ja. Wie, ich sage mal, bei was jetzt in einer Form von umgedreht, es ist ein Kleverbot, das erklärt wird, aber es ist eigentlich alles drin. Ja, ja, genau. Ja. Es ist natürlich aus materialistischer Sicht erklärt. Ja, klar. Auch dieses Echo-Buch, wo die sagen, das, was du ins Internet reinmachst, spiegelt das zurück. Ja, ja, genau. Es ist ganz einfach, das ist dein stochastisches Denken. Ja. Wenn du anfängst, ins Internet reinzugehen mit der Stochastik, ich nenne es einmal so, dieses zielgerichtete Verschwörungstheorien, schreien dich tausende von Verschwörungstheorienzeiten an. Genau. Ja. Ja. Egal, was du suchst, was du findest und du legst den Fokus, was dein zielgerichtetes ist, spiegelt das Internet dir wieder, weil ja alles drin ist. Das Internet ist nur ein anderes Wort für Gott, das dir deine eigenen geistigen Spiegelungen zeigt. Genau. Ist ja so einfach. Du hast noch das schöne Bild, wo im Bildschirm. Ja, ja. Das ist genial. Und das also hier jetzt, das ist jedes blaue Ich ist ein Cleverbot. Ja. Du weißt, weil ich sage, ob unser Professor Harry Lesch sich hinstellt, dir was erzählt, es ist ein 1:1 Rezitieren, ob das ein Pfarrer ist, ein Zeuge Jehovas, ein Sektenheini, es sind, dir wird bewusst, dass die Figuren in deinem Traum eigentlich nur programmiertes Wissen rezitieren, was wir Schwamminhalt nennen. Ja, genau. Und das ist die eine Seite. Der Schritt ist, wenn dir bewusst, wenn du den Redo beobachtest und sagst, das ist auch beim Redo der Fall. Ja, genau. Erst dann, wenn du dich nicht ausnimmst als die Person oder der Mensch, der du zu sein glaubst, dass dir glaube, der ist auch nichts anderes. Und genau. Ja. Hebst du dich drüber weg und du kommst in dieses Nichts, was ewig ist. Ja, genau. Deswegen kann man deine Rolle ganz normal weiterspielen, wie ich sage. Es geht nicht darum, irgendwas verändern zu müssen. Die Veränderung ist, dass du wirklich dich verwandelst. Das ist die Transformation zu was vollkommen anderem wirst. Du wirst von einem Trockennasenaffen zu einem Geist, den du nicht denken kannst, der du schon immer warst. Das ist die Rückerinnerung. Ja, genau. Und solange du nicht damit beschäftigt bist, was verändern, verbessern zu wollen, und was zurzeit meine Thematik ist, wenn du die Filmchen schickst, wir brauchen nicht mehr reden, Medien sind nur Betrug. Sich in den Kopf zu zerbrechen, ob jetzt der Putin der Gute ist oder ob der Obama der Gute ist. Vielfältig haben wir darüber gesprochen. Das ist zurzeit das Thema auch hier immer mehr. Natürlich nur für die, die ihren Fokus drauflegen. Denkt ihr jetzt irgendwelche Leute, die eigentlich nicht ins Internet gehen, weil die kein Internet, kein Computer benutzen, sondern nur Tageszeitung lesen und Fernsehen, die können das nicht wissen. Genau. Ja. Vom Nachplappern. Aber was jetzt das Wichtige ist, wir gehen einmal in den Bereich der Intellektuellen, wo jetzt immer mehr darauf hinweisen, dass Medien ja nur Betrug sind, und ich schmunzel dann immer wieder, dass das Wesentliche die gar nicht erkannt haben. Mhm. Dass die zwar erkannt haben, dass Medien Betrug sind, aber dass all das Wissen, was sie sich ausdenken, über Fernsehen und über Zeitung kommt. Mhm. Mein einfaches Beispiel dazu, wo ich immer wieder erwähne, waren jetzt die 1969 auf dem Mond oder waren sie nicht auf dem Mond? Mhm. Ich sage, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist, und es ist für dich so, wie du das zufällig gehört oder gelesen oder aufgeschnappt hast. Aber was jetzt, wenn zwei darüber streiten, was die komplett aus den Augen verlieren, was sie nicht in Frage stellen. Ich stelle dir eine andere Frage. Gibt es überhaupt da oben einen Mond, wenn du nicht dran denkst? Genau. Gibt es eine Vergangenheit, wenn du nicht an Vergangenheit denkst? Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drum am Himmel. Ja. Genau.
Das heißt, du verlagerst das Problem. Gibt es eigentlich eine Ukraine oder einen Irak oder ein Vietnam? Wenn du das nicht in der Zeitung gelesen hättest oder in den Medien gehört hättest, von denen du ja glaubst, da kannst du haben, dass alles, was da auftaucht, Lüge ist. Merkst du, wir gehen einen Schritt weiter. Absolut, absolut. Das wirst du erst akzeptieren, wenn du das zweite Gebot hältst. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Punkt. Ganz genau. Ja. Du weißt, ich sage nochmal, selbstverständlich darfst du dir was ausdenken und darfst dir jetzt was in die Vergangenheit denken. Das sind aber deine Gedankenwellen, die du jetzt, hier und jetzt in deinem Individualbewusstsein anschaust, die wohlgemerkt, wenn du die nicht denkst, der Wellenberg geht dadurch nicht verloren. Mhm. Ja. Das Wasser ist Energie. Energie kann nicht vernichtet werden. Genau. Ja. Wenn wir mal das Meer reduzieren in ein großes Schwimmingpool, wo wir sagen, da sind 1 Million Hektoliter Wasser drin. Ja. Und jetzt setzen wir da Wellen rein. Es bleibt 1 Million Hektoliter Wasser, egal welche Form du an der Oberfläche erzeugst. Genau. Ja. Das ist die Energie. Ja. Ja. Es wird nur ständig in eine andere Form von Wasser, von Energie umgewandelt. Ganz genau. Ja. Und aus dem Sicht machen natürlich die Formen in den Physikbüchern, wie ich das versucht habe anzusprechen, du hast die Physik im Nullpunkt Gottes nochmal wenn angeschaut, das ist ja nur ein kleiner Appetithappen. Oder wenn ich dann immer sage, wenn wir in die Chemiebücher reingehen, dieser Aufbau, ich werde mit Holofeeling, kannst du alles anfassen. Ja, ganz genau. Ja. Und Holofeeling ist nicht für irgendwelche Figuren, die in deinem Kopfkino als Schatten an der Leinwand in Erscheinung treten. Ja. Auch hier betone ich, ich mache keinen Hilt draus. Mir gehen alle Menschen, die ganze Menschheit, die du dir ausdenkst, am Arsch vorbei, weil mir deine Gedanken am Arsch vorbeigehen. Mich interessiert nur der, der denkt. Genau. Ja. Und umso mehr du Geist wach wirst, mhm. der Geist, es kann nur der Geist wach werden, der träumt. Ja. Nie ein Gedanke, eine Figur in deinem Traum. Genau. Ja. Wirst du immer mehr begreifen, wer ich bin. Ja. Ich bin du. Unzweifelbar. Du merkst, das ist in einer anderen Ebene. Ja, absolut. Ja. Das Wiedererinnern. Ja. Und wenn du jetzt noch meinst, du müsstest wen helfen, das sind ja kleine, das baut sich ja auf die Facetten, wo ich immer wieder betone, die wirklich den Sinn des Lebens erkannt haben. Ja. Und der ist nicht handlos zu konsumieren, wir setzen auf Wachstum, all die, dieser Schwachsinn. Du warst mein Satz, für das Scheißdreck muss ich dir noch einschmieren, bis du sagst, das kann gar nicht so sein, das muss ganz anders sein. Weil das, was ich Homo sapiens nenne, da ist ja jegliche Form von Geist weg in diesen Rechthabereien. Allen voran, gerade was ich als die Weisen der Welt betrachtet habe. Die ganzen Professoren, die Politiker, all das philosophische Geschwätz. Ich habe hier, du hast mir doch dieses Gespräch, Konrad Lorenz, hast du mir das geschickt zwischen Konrad Lorenz und dem Bobber? Nee, habe ich nicht geschickt. Ach, ist wurscht. Das ist also hier Philosophie, ältere österreichische Aufnahme, eine Fernsehdiskussion, keine Diskussion, ein Gespräch, Sir Bobber und Konrad Lorenz. Mhm. Und ich habe die Donis ja zurzeit da, weil die sind ja, Grünau ist ja die Konrad-Lorenz-Station. Da ist ja, und das sind ja beides Nobelpreisträger, Österreicher. Und wenn du jetzt mit Holofeeling das hörst, was ja sehr weise Menschen sind, wenn man sagt, mit viel Geist, ein Mensch ist mit Intellekt, jetzt mit einem Stand, wenn du das hörst, ist es bloß noch lächerlich. Ja, ja. Was da philosophiert wird, das ist immer, das ist, weil du dich wirklich erhebst darüber, dass du erkennst, dass Geist, zu sagen, der Mensch hat Geist, der Trockennase hat Geist, du bist der Geist des Trockennasenaffen, weil du ihn dir ausdenkst. Ja. Ein Gedanke hat keinen Geist. Ja. So wenig wie irgendeine Welle des Meeres ist. Es ist eine kleine Facette, die von dem, was immer ist, von dem Meer, von dem Geist aufgeschmissen wird. Das ist die große Erkenntnis. Und das darf aber nicht einhergehen, dass man das jetzt auf die Person bezieht, wo ich dann sage, dann bläst sich die Hybris aus, dann geht's da deutlich hin. Die Hybris darf sich nicht aufblasen, weil das Ich, wo ich immer wieder sage, schönes Beispiel jetzt der Brüssel-Udo, den du dir ausdenkst, der tausende Male darauf hinweist, dass den Geist, den du jetzt zuhörst, ist nicht der Lautsprecher, der dir das jetzt erzählt. Ja, genau. Der ist vollkommen sekundär. Ja. Ja. Cool. Ja, Redo, so ist das Leben. Also. Wunderbar. Ich bin im Ding drin, Hesekiel. Bin ich noch rumdoktern. Du merkst, es ist, wenn du die hin und her schiebst, es bleibt immer dieselbe Geschichte. Das habe ich da gesagt. Ja, ja, so. Und hab ich da man hat solche Impulse, wo man reingeht und du wirst merken, dass dein Geist dann noch wesentlich beweglicher werden kann. Ja.
in diesen Grundgeschichten, wo du das machst, dass das eigentlich das Prinzip ist, ist die Beweglichkeit des Geistes. Auch wieder ein einfacher Satz von mir, du musst ein Genie werden. Ein Genie ist jemand, der genau das sieht, was jeder normale Mensch sieht, aber der dasselbe auch anders sehen kann. Genau. Das ist das Musterbeispiel, habe ich dir doch, glaube ich, auch einmal mit die Windräder erzählt. Ja. Wenn wir spazieren gegangen sind, ja. Weil jetzt hier die Bayreuther bei mir da waren das Wochenende, und da habe ich zu einem, wir haben ja oben Windräder stehen, und dann habe ich zu dem Dieter, habe ich gesagt, pass auf, Dieter, bei uns ist ja hier mit dem ganzen Industriedenken, mit dem Konsumdenken, wir setzen auf Wachstum, ist ja die Natur schon längst kaputt gegangen, und die Illuminaten, dass wir das nicht merken, stellen die jetzt überall Windräder auf, weil schon seit vielen, vielen Jahren gibt es keinen Wind mehr. Und dass wir das nicht merken, stellen die überall große Ventilatoren hin, dass wir es nicht mitkriegen. Und dann muss der natürlich zuerst lachen, und dann sage ich zu ihnen, ich mache jetzt zwar keinen Witz, weil viele meinen, die Dinger drehen sich welchem Wind. Das sind Ventilatoren, und ich kann dir das ganz einfach beweisen. Du musst da mal aufpassen, wenn die nicht einschalten, aber Wind geht. Genau. In sich logisch. Und dann hat er wieder lachen müssen. Er sagt, und das ist die Kunst eines Genies, ja. Dass alles, was du als richtig ansiehst, auch verkehrt sehen kannst. Und jetzt ist wichtig, du kannst jetzt diesen Witz, das habe ich tot ernst gemeint, ja. Diesen Witz einen erzählen, es geht mir um die Metapher. Genau. Ja. Dass das andere genauso richtig sein kann, wenn du es von der Kehrseite siehst. Ganz genau. Ja. Ja. Und jetzt kann man natürlich, einer, der das nicht als Witz sehen will, kann ich sagen, ja, aber da muss ja Wind sein, der dann ordentlich bla 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 bla. Das alles, was ist Wind? Ja. Und dann kann ich wieder sagen, pass auf, du hast Wind genauso wenig gesehen, wie du Licht gesehen hast. Du kannst Licht nicht sehen und du kannst Wind nicht sehen. Ja. Wenn ich jetzt Wind als Geist, als Ruach setze, hast du die Brücke zum Licht. Und es ist halt immer wieder, wo ich sage, du siehst zum Beispiel Bäume, die sich bewegen. Du siehst das Phänomen, aber du siehst den Wind nicht. So wie ich einen Schatten werfen kann, wenn ich die Hand bewege, dann ich sehe aber das Licht nicht, das den Schatten projiziert. Ja, genau. Ja. Das setzt du voraus. Ja, genau. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, aber irgendwann einmal wirst du merken, dass alles ganz anders ist, wie ich immer so. Ja. Die Welt, die du wahrnimmst, steht und fällt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ja. Und jetzt nochmal, du bist der Computer und alles, was im Computerbildschirm in Erscheinung tritt, plus die logischen Verknüpfungen, die der Computer macht, die sucht er sich nicht raus, das macht das Programm und die Software, die er zum Denken benutzt. Und du hast halt durch den Anschluss zu Gott, das heißt durch die Verbindung zum Internet, erst dann hast du die Möglichkeit, dir unendlich viele andere Programme und Daten rauszuladen, und wenn du die bei dir installiert hast, kannst du komplett deine Realität verändern in deinem Traum. Ja. Das ist jetzt nur mal hier eine Prophezeiung, wo ich sage, wo es hingehen soll, aber das erst auf der nächsten Ebene möglich. Ja. Ich habe viele, die sagen, ja, ich habe das doch begriffen, ich habe es begriffen, und dann sage ich immer wieder, du hast es begriffen, aber nicht verstanden. Das ist ungefähr so, du hast dich jetzt 10 Jahre mit Holofeeling auseinandergesetzt und dir erscheint alles, was ich sage, logisch. Ja. Ja. Das ist ungefähr so, du bist im Internet und du findest ein neues, kostenloses Programm mit ganz hammermäßig vielen Möglichkeiten. Und du lädst dir das natürlich sofort runter. Das ist jetzt der Zustand, du hast es schon drauf, es erscheint dir schon logisch. Du wirst aber feststellen, das ist begriffen. Du hast danach gegriffen, hast es geholt, aber du hast es nicht verstanden, weil du in der Selbstbeobachtung feststellst, dass du in deinem Alltagsbewusstsein noch voll mit dieser alten Logik, wo du dein jetziges Leben gelaufen bist, dieses Programm läuft nimmer, immer noch in dir. Genau. Ja. Du hast das Neue schon, was, es ist ja logisch, ich habe es begriffen, du hast es noch nicht installiert. Ja. Weil wenn das installiert ist, dann hast du das auf dem Bildschirm. Ja, genau. Ja. Ja, macht Sinn, absolut. Ja, Geduld ist die größte Tugend. Ja, toll. Ja. Groß, Wachstum, Aufzug, groß werden. Das passiert von alleine. Was kann das kleine Pflänzchen dazu tun, dass es irgendwann einmal eine große Kastanie bauen wird? Gar nichts, warten. Warten, genau. Ganz genau. Und neugierig sein auf sich selber. Genau. Ich sage immer wieder, alle Sichtweisen, halt alles für möglich, die Perspektiven. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist der beste Gedanke, den es überhaupt gibt. Ja,
Das erfordert eine Demut an Gott. Glauben im träumenden Geist, wenn ich jetzt sage, ich bin ein träumender Geist, der Traum ist meine Welt. Jeder Moment, den ich erfahre, ist der beste, den es gibt. Der soll mir was sagen, sonst wäre er nicht da. Genau. Und erst in der Selbstbeobachtung meines blauen Ich, des Wertesystems, da muss ich eins drüber sein, stelle ich das da mal fest, wie reagiere ich auf diesen Moment, der auftaucht. Und ich sage immer wieder, das, was du als Welt um dich herum, als Momente, die du siehst, erlebst, ist vollkommen sekundär. Was der Schwerpunkt verlagert sich, dass dich immer mehr interessiert, wie reagiere ich auf den Moment. Und wenn du extrem negativ auf den Moment reagierst, genau deshalb ist dieser Moment aufgetaucht, dass du diesen einseitig negative Wertung deines Programms anschauen kannst. Ja. Dazu musst du aber eins drüber sein. Damit Drum lasse ich dir das auftauchen. ich ihn heilen kann, genau. Dass ich immer wieder sage, du hast hier und jetzt zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und ich werde dir zeigen, welche Sachen ich dir noch einspiele, wo das fehlerhafte Programm negativ reagiert und sich darüber aufregt. Und in dem Moment, wo du die Sinnlosigkeit erkennst, dass die Figuren in deinem Traum immer nur diese Schuldzuweisungen, ich kann immer nur den Satz sagen, ich kann dir genau sagen, wer oder was dran schuld ist, wenn es mir psychisch oder physisch schlecht geht. Dieses Ich. Und wenn ich es nicht weiß, muss mir irgendeiner das erklären, ein Arzt oder was. Hat einen blinden Fleck, nämlich sich selbst, dass es vielleicht selbst dran schuld sein könnte. Und jetzt bleiben wir bei dem Film, Redo. Es ist definitiv, wenn du die Tierchen beobachtest, die sich über was aufregen, denen ist nicht bewusst, dass die Erscheinungen als Ding an sich, wenn ihnen das gleichgültig wäre, sie überhaupt nicht traktieren würde. Das, was Schmerzen bereitet, ist diese zwanghafte Reaktion des Nicht-Einverstanden-Seins. Genau. Und das ist das, was sie verändern können mit Liebe. Genau. Wo ich immer, du warst mein Beispiel, du fährst rückwärts mit dem Auto und ein Kratzer drinnen. Das, was dir wehtut, ist doch nicht dieser Kratzer, sondern weil dir das nicht passt, dass in dem Auto ein Kratzer auftaucht. Genau. Weil du das nicht haben willst, weil du dich aufregst. Und was kostet das jetzt wieder Geld? Und muss das jetzt passieren? Dieses Denken, dieses Interpretieren erzeugt dich in dir Leid. Jetzt musst du immer wieder wissen, leiden tut niemals ein Gedanke von dir, sondern nur der unbewusste Geist, der sich mit einem Gedanken von sich verwechselt. Genau, oder irgendwie interpretiert. Ja, genau. Keine Figur, die du in einem Kino siehst, oder keine Romanfigur muss leiden. Das geht bis in den körperlichen Bereich runter, wenn du jetzt sagst, mit dem Körper, wo ich sage, ich garantiere dir, deine Zähne haben keinen Schmerzen, dein Knie, dein Kreuz hat keine Schmerzen. Du hast die Schmerzen. Genau. Wieso hast du die Schmerzen? Die hast du nur dann in dem Moment, wo du sagst, ich bin dieser Körper. Dann, es ist mein Zorn, ich bin dieser Zorn, dann ist das, was du dir denkst, was da ist, sind deine Schmerzen. Sobald du jetzt aber dir einen anderen Körper denkst mit Zahnschmerzen, hast du Empathie, Ja, genau. aber den Schmerz selber nicht, weil das ist ja ein anderer. Genau, ganz genau. Das ist ganz entscheidend, ja. Ciao.